aufgefallen, gestern stand ich vor ein paar tausend Leuten, heute stehe ich vor ein paar hundert Leuten und irgendwie denke ich mir immer, ey, ihr seid das total falsche Publikum. Ey, ganz ehrlich, ihr sitzt doch eh schon da, ihr habt euch eh schon informiert, ja? Das heißt, ihr habt schon mal ein Buch gelesen, ihr habt schon mal eine Dokumentation gesehen, das heißt, ihr seid den meisten eh schon ein, zwei Schritte voraus. Eigentlich sollte man auch gerade mal dort im Hotel ein Konzert spielen. Ja, leider habe ich dieses Jahr keine Einladung bekommen. Komisch. Aber dafür bin ich nach Berlin gegangen, ins Bundeskanzleramt und habe da angeklopft und habe gesagt, yo Angie, hier ist der Killes, hast du Bock, ein bisschen zu quatschen? Die hatte Bock, ein bisschen zu quatschen. Was sie nicht wusste, ich hatte so ein Ansteckmikro dabei. Wie das geklungen hat, seht ihr jetzt. Angela Merkel. Angie, let's go. Ich will Europa. Auch ich will Europa. Ich will Europa. Auch ich will Europa. Ich will Europa. Aber ich will ihres nicht, das undemokratisch und so alternativlos ist. Ja, ich will Europa. Das ist doch selbstverständlich. Doch da haben wir ein unterschiedliches Verständnis. Euer Europa ist sicher nicht auch das der Menschen. Sonst hättet ihr nicht Angst vor demokratischen Prozessen. Frankreich hatte Nein gesagt, Holland hatte Nein gesagt, Irland hatte Nein gesagt. Drum musste es ein zweites Mal. Wo ist hier die freie Wahl und Demokratie? Der Wille der Menschen ist euch doch nichts mehr wert, wie man sieht. Europa ist unsere Zukunft. Ich sehe es genauso, doch Europa ist nicht EU, ist nicht Brüssel, ist nicht Euro. Denn wohin diese Reise gerade geht, das ist Hass, wenn in Griechenland die Jugendarbeitslosigkeit platzt. Mein Europa ist ein Platz für die Freiheit. Eures ist ein Staat, in dem man Massen enteignet. Jugendarbeitslosigkeit, Straßenkämpfe, ESM und Euro für Finanzkartelle und Quecksilberlampen, die man uns einfach vorsetzt. Propagandatruppen, Index, Frontex. Europa, das sind wir alle. Dann fangt endlich an, es auch für alle zu gestalten. Ich will Europa. Doch das ist keins der Menschen. Ich will Europa. Doch wir meinen nicht dasselbe. Ein Europa für alle in Freiheit, das ist nicht euer Ziel. Doch das ist der Grund, warum wir auf die Straßen ziehen. Also, auch wenn sie nicht die schönste Frau ist, rappen kann die Dame auf jeden Fall. Ich biete ihr gerne an. Sie kann meine Backup-Rapperin werden, wenn sie mit der Scheiße aufhört. Was haltet ihr davon? Also, dass die Merkel einen so großen Applaus auf einer Friedensdemo bekommt, wow, das hätte ich auch nie geglaubt. Wunderschön. Aber ich dachte, wir schicken ihnen nochmal einen Gruß. Und zwar wir alle zusammen. Weil es gibt nämlich genau eins, was wir alle wollen. Und das ist eigentlich nur in Frieden leben. Und ihr braucht nicht glauben, dass nur weil wir hier ein paar hundert sind, ja? Ihr braucht nicht glauben, dass deswegen die ganzen anderen Menschen nicht auf unserer Seite sind. Das Bam! Das ist ein Irrglaube, weil eigentlich sind 95-99% der Menschen auf unserer Seite. Kein Mensch will Krieg, kein Mensch will Drohnen, kein Mensch will Essen in seinem Nestle in seinem Essen, kein Mensch will Gentechnik, kein Mensch will diese ganze Scheiße. Wir müssen ihnen nur sagen, dass wir auf eurer Seite sind. Sie! Komm! Naja, vielleicht können wir ihn überzeugen, wenn wir ihm ein kleines Ständchen singen. Da brauche ich eure Unterstützung. Dieser Song heißt Peace. Oh. Gibt es irgendwo noch Wasser? Danke, einfach her. Guten Abend, ich bin bloß ein Mensch. Ich sprech für niemanden, nur mich selbst. Ich hab mich weltweit in die Sendestation gehackt. Und diese Botschaft sende ich so raus in die große Welt. Und ich muss nicht beeilen, noch bevor sie mir den Ton abstellt. Dafür gibt es bloß ein Jetzt, wie ein Später. Was, wenn mich mein Kind mal fragt, warum ich es nicht gesehen hab? Aber Papa, das sagt sogar mein Geschichtelehrer. In deiner Zeit begingen Menschen ein paar Riesenfehler. Und dann will ich mich nicht in Ausreden flüchten. Und das ist der Grund, warum wir endlich aufstehen müssen. Dem ins Auge sehen müssen. Es rettet uns kein großer Held. Die Helden sind wir selbst, die Revolution ist jetzt. Peace! Dafür red ich, dafür stehe ich. Peace! Keine Forderung, das gebe ich. Peace, denn egal was kommt, ich zieh. Kannst bestimmt nicht in den Krieg, weil ich nie auf meine Brüder oder Schwestern zieh. Kommt schon, schreit so laut, dass alle uns hören. Peace, peace, schreit so laut, dass man uns bis ins Bilderberg Hotel hört. Peace, peace, während Tausende da draußen kämpfen, um ihren Willen auszusprechen, hört man aus TV-Palästen. Nicht denn sie sind sau beschäftigt, ganz laut die Menschen gegeneinander aufzuhetzen, neue Feindbilder aufzusetzen. Die
kriegerische Hetze dieser installierten Presse. Journalisten helfen mir, Klienten Krisen anzuzetteln, die Berichterstattung schwächelt. Geschichte wird vergessen. Doch wir sind nicht bereit, für eure Ziele Kinder herzuschenken. Wir sind Menschen. Wir sind Schwestern und Brüder, und wo Hass uns hinbringen kann, das kennen wir von früher. Gerade wir, gerade hier, wollen nicht, dass das passiert. Und für diese Haltung werden Aktivisten attackiert. Was? Man sieht, dass diese Schmierfinke schmieren, und sie zielen auf das Wir. Das friedliche Gier. Wir werden diffamiert, pauschalisiert und diskreditiert. Sie nennen freie Meinung Shitstorm, der Shitstorm seid ihr. Peace. Dafür reden, dafür stehen wir hier. Peace. Deine Forderung, das leben wir. Peace. Denn wir ziehen ganz bestimmt nicht in den Krieg, weil wir nie auf unsere Brüder oder Schwestern ziehen. Kommt schon, schreit so laut, das ganze Kontinent uns hört. Peace! 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 Schreit so laut, dass die ganze Welt uns hört. Peace! 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 Friede ist nicht rechts, Friede ist nicht links. Friede ist die Stimme in deinem Herzen, in dir drin. Friede ist der Weg, Friede ist der Sinn. Kriege kann man nur verlieren und Frieden nur gewinnen. Jetzt läuft die Propagandamaschine, wenn Bataillons marschieren sich an der Front, die Panzer formieren mit Massenpsychologie aus den Gedankenfabriken, wo sie an manipulativen Taktiken spielen. Sie ziehen auf unser Denken, unterschwellig und umgänglich umzulenken, was wir von dem Russen denken. Das wäre Quatsch, Mann, das sind 130 Millionen Leute, Kinder so wie ich, mit denen ich mehr gemeinsam hab als jenen in der Politik. Keiner will Krieg, außer Banken, die dann beiden Seiten Scheine leihen, um die Schulden plus Zinsen einzutreiben und Rüstung. Industrie. Die hat Schüssen gut verdient, es sind nicht Bitter, die laut schrien. Sie sind süchtig nach Profit. Und nein, das hat nichts zu tun mit irgendeiner Religion, Nationalität, einem dunklen oder hellen Ton. Wir hier, das denkt die Sohn, wir sitzen im selben Boot. Viva la Revolution. Hebt eure Hände hoch. Peace. Peace. Dafür reden, dafür stehen wir hier. Peace. Peace. Keine Veränderung, das leben wir. Peace. Denn wir ziehen ganz bestimmt nicht in den Krieg, weil wir nie auf unsere Brüder oder Schwestern ziehen. Kommt schon, schreit so laut, dass man uns auf bis Moskau hört. Peace. 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 Schreit so laut, dass man uns auf bis Washington hört.